Okay, weiter geht's. Das wird, genau, ich zeig's euch jetzt. Hier müssten wir hoch, aber hier seht ihr, ist nur ein Loch und keine Pflanze, die wir gießen könnten. Also besorgen wir uns jetzt eine Pflanze. Genau, wir besorgen uns jetzt eine Pflanze. Eine Pflanze besorgen wir uns. Genau. Durch diesen Dienst durch. Genau, hier seht ihr diese Pflanze. Lalalalalala. Ja, ne klar. Will sich verheimern. Ich hab so gefeiert, als ich das erste Mal gemacht habe. Da schnappt er sich einfach diese Händlinge. Oder nee, ich hab's erste Mal übelst lang gebraucht. Weil ich hatte immer dieses grüne Wasser nicht. Diese Pflanze könnt ihr nämlich nur mit grünem Wasser zu wachsen bringen. Der will mich verheimern. Später wird's noch toller. Das glaub ich dir aufs Wort. So. Lassen wir die Pflanze wachsen. Jetzt gehen wir da hoch. Genau. Magulberg. Ich freue mich schon, wenn du den ganzen Weg wieder zurück nach Hyrule läufst. Wieso, weil ich irgendwas vergessen habe? Nö, das nicht. Nö, da gibt's ja nur irgendwie. Okay. Jetzt wird es doch mal Zeit, ein Leben zu finden, mein Lieber. Scheiße. Können wir doch mal sein. Kein Leben für einen Zelda. Also wie selten Bomben sind, das finde ich erstmal fünf. Ach, komm schon. Los, Vasen. Zeig's den Vasen. Alles nur, weil ich diese dämliche Stimme... Rubine! Nimm sie. Ist egal, alles. Ich geh's kaputt. Gott. Zack. Ja, man sieht, du hast immer noch sehr wenig Leben. Oh, nö, nicht die. Zack. Bei den Grauen müsst ihr aufpassen, wenn ihr nämlich näher bei dir dran seid. Explodieren die? Nein. Machen die das hier, was du gleich sehen musst. Zack, 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 das. Alter! Genau, das hätte ich nämlich voll getan. Okay. Das ist ein Witz. Die Idee. Bis dann. Aha. Yeah. Wow. Nein, mach doch erstmal mit so wenig Leben. Böser Bube, du sprengst Leute in die Luft. Genau, jetzt sind wir hier oben raus. Und. Mit wenig Leben. Ja, ich weiß, dass wir wenig Leben haben. Wir haben ein kleines Problem, Jus. Scheiße, ich bin drüber. Okay, dann muss ich doch runter. Genau. Ihr springt hier kurz auf. Verdammt, Scheiße. Wenn ihr mich schon so anguckt. Zack. Komm schon. Ah. Okay, wir kämpfen uns halt weiter diesen Berg nach oben. Auf der Suche nach Leben. Auf der Suche nach ein bisschen Liebe. Okay, da unten waren wir vor uns. Ich sag mal, irgendwo unter hier. Dreck. Der Berg mag dich nicht. Mensch, auch langsam. Okay. Zack. Oh, nö. Du hast immer weniger Leben. Ah, ein Viertel. Du bist nur einmal getroffen werden und bist tot. Ach nö. Wie so aussieht, haben die Spielehersteller kein Herz mit dir. Ich liebe diese Herzwitze. Wortspiel. Ja, ich weiß. Ich finde das klasse.
wette. Bomben. Weißt du, wie selten Bomben sonst kommen? Die sind wirklich. Niemand hat ein Herz für dich. Nein, ich will nicht sterben. Oh Mann. Warte, wir fallen gleich noch mehr ein. Hör auf, ey. Keiner liebt dich, oder? Nee, das muss schon der sein. Komm schon. Nein. Komm schon her. Los, komm schon. Ja. Sie haben alle ein Herz aus Stein. Nach dem 500. Vieh. Jetzt weiß ich's. Nach dem 500. Steinvieh irgendwas, was ich umgedreht habe. Findest du ein Herz? Oh, okay. Aber das Schöne ist. Ey, du bist immer noch nicht aus der Gefahrenzone, ja? Ja, aber das Schöne ist, ich bin gleich den richtigen Weg gelaufen. Und jetzt kann ich nämlich bam. Und bam. Und bam da reingehen. Boah, Alter. Verdammt. Und der verkauft mir jetzt den Kletterring. Genau, für 40 Rubine. Die wir nicht mehr haben, weil du ja dummerweise Bomben gekauft hast? Nein, ich hab da vor uns den dicken gefunden. Okay, genau, jetzt könnt ihr nämlich diese Wände hier hoch. Dick gefunden. Diskriminierung aller Dicken. Ich hab grad vorhin einen Dicken gefunden. Ein Dicken. Entdeckung. Muss ich mal an Family Guy denken. Entdeckung. Ja, Family Guy ist witzig. Heißt gleich wieder 10 Leben einbüßen. Ja! Ein Herz. Oh yeah. Genau, jetzt wo ich welche hab, krieg ich auch Zähne. War's ja immer so. Toll ist, meistens kommen die dann, wenn du sie nicht brauchst, Achtung, kommen sie, und wenn du sie brauchst, kommen sie nicht. Okay, Achtung, Steinschlag, genau, wir müssen jetzt hier hochklettern und in Deckung gehen. In Deckung. Und aufpassen, dass ihr nicht von diesen Steinen erschlagen werdet. So, und jetzt Trick 17. Den er schon seit Jahren kennt. Ja. Nimm die Bomben. Komm schon, wo, ehrlich, wo hast du die Komplettlösung versteckt? Okay, genau, wie ihr seht, ist hier so ein Brunnen. Ihr nehmt die Bombe und schmeißt sie da rein. Genau, dann passiert Granate! Was. Granate! Entdeckung! Wow, mega Explosion. Im Brunnen der Abenteuer hast du die goldene, ne, ich hab natürlich die goldene reingehauen. Nein, würdet ihr jetzt sagen, die goldene oder die silberne, weil ihr so gierig seid, weil sie euch die Bombe zurückgeben will? Hier ist eine Bombe. Ey, wir nehmen die goldene, Mann. Nein, dann würde sie mir nicht einen Blitzschlag abziehen. Ich hätte nur noch ein Viertel Herz und keine Bomben mehr. Und wenn ich nämlich ehrlich bin, kriege ich eine große Bombentasche und kann ich 30 Bomben mit mir rumschleppen. Ey, Mann. Ich hätte das Spiel hat auch pädagogisch. Das Spiel hat auch pädagogische Werte. Okay. Pädagogisch. Oh ja, sehr pädagogisch wertvoll. Ich geh wieder raus und kannst du weiter diese Wand hoch. Wer war das jetzt überhaupt? Das war so eine Fee, so eine besondere Brunnen, Abenteuer, irgendwas, ewige Rettung. Jo, ganz besonders. Ich kenne euch, kennt jeder hier. Ich hab bloß ihren Namen vergessen. Okay, ich hätte. Nein, das wäre niveaulos. Nein, dann passt sich jetzt zum Rest, den ich sage. Nein. Okay, ihr müsst. Nein. Du hast es nicht drauf, Junge. Ich mach das jetzt einfach so hier. Na gut, du hast es mehr drauf als ich. Komm, du warst ja hier noch nicht mal. Ja, bis er ich hätte aber auch keinen Bock. Bis er rot anläuft und dann schnippst du euch hier rüber. Ja, klar. Mach ich einfach mal so. Okay. Jetzt müssten wir hier lang, aber hier sind diese ganzen Steine davor gerollt, deswegen machen wir uns klein. Auf einmal schlägt das Wetter um. Es regnet. Nur weil wir auf die anderen Hälfte ins Berg sind. Und wir werden von Regentropfen bombardiert.
Das ist krass, ne? Okay, Luftschlag. Komischerweise. Platzbett Nummer 1. Zelda. Link meine ich. Komischerweise passiert das noch. Ja, warte, Scamp heißt du ja. Oh Gott. Genau. Ist immer eine Umstellung. Der eine heißt Zelda, der andere heißt Link. Okay, jetzt schiebt ihr diesen Stein hier rüber, damit ihr dann rüberlaufen könnt und den anderen Stein da wegschieben könnt, den ihr dann wieder in das Loch schieben könnt, damit ihr den anderen Stein da oben wegschieben könnt. Und wer jetzt keine Ahnung hat, was ich erzählt habe, wird es gleich sehen. Was? Du schiebst irgendwelche Steine rum? Okay. Ich glaube, die Leute wissen nicht mal, was wir hier machen. Wir machen was? Was? Wir machen? Okay, ihr schiebt jetzt diese Sternwarte hier lang. Zack, rein. Dann könnt ihr rüber. Hinwegschieben. Okay, und seid in dieser kleinen Höhle hier. Müsst aufpassen, hier sind wieder diese... mit Maske, no. Oh, wow. Ihr könnt diesen Stein hier wegschieben und dann weiter hier lang gehen. Zack, zack, das muss. Rätselmaster ist unterwegs. Weißt du, wie ewig ich hier rangerätselt habe? Deswegen kann ich das jetzt auch auswendig. Nee. Du kennst es doch nur auswendig, weil du dieses Spiel schon nur noch mal durchgespielt hast. Zack, genau. Okay, wir machen hier einen kurzen Schnitt und werden noch schon das 4 umbringen. Hey, war 2. Egal. Okay, und sehen uns gleich weiter mit... Mann! Sehen uns gleich wieder. Bei Let's Play The Legend of Zelda Diminished Cap.